Auch meine Mitarbeiter von JMS hätte ich gerne hier auf der Bühne. Halli, hallo. Ach. Na, irgendwie bleibt nicht viel übrig. Mal, nach so einem Monster-Event wahrscheinlich müde. So, ah, da kommen ein paar müde Krieger. Jawohl, jawohl, jetzt kommen noch ein paar auf die Bühne. Alle auf die Bühne, alle auf die Bühne. Ja. Bereiten sich alle Leute schon auf die Come Together Party vor und trauen sie nicht. Marius, du darfst ruhig auch auf die Bühne. Ah, Marius, nicht, okay, okay. Einmal reicht, okay. Ja, wo ist der Rest? Hätte gar noch ein paar Leute auf der Bühne. Tja. Okay. Den ersten Preis, dass man das auch mal sieht, wie der aussieht, oder wie? Das sieht aus wie ein Grill, ne? Das ist ein Gasgrill. Echt? Er glaubt euch heute gar nichts mehr. Also. Okay, dann würde ich sagen, wenn der Rest hier. Oh, er kommt mal. Oh, mein Hausmann kommt. Ja, er ist ein paar Jahre älter wie ich. Da dauert es etwas länger, aber das schafft man noch. Er kommt auch auf die Bühne. Wen haben wir denn noch? Keiner. Oh, Jonas. Also Jonas hat einen mega geilen Job draußen gemacht. Er hat im Vorfeld die ganze Planung mit dem Gelände gemacht. Heute mit den Fahrzeugen, mit dem Team. Das Team hat heute eine super Arbeit hier heute geleistet. Also vielen herzlichen Dank. Auch an alle Aussteller natürlich herzlichen Dank. Aber ohne mein Team wäre das nicht realisierbar gewesen. Und Jonas, wie gesagt, mega, mega. Hast du super vorbereitet. Ich hätte es nie im Leben alleine auf die Kette gebracht. Weil es war jetzt einfach irgendwie, der Stream war schon immer grenzwertig. Aber jetzt noch die Outdoor-Veranstaltung dazu. Und das in so einem Rahmen, was funktioniert hat. Also vielen, vielen herzlichen Dank. Also mega, mega. So, in diesem Sinne, wir kriegen ja leider nicht mehr Leute auf die Bühne. Würde ich sagen, Dankeschön, dass ihr uns zugeschaut habt. Dankeschön für dieses gemeinsame Event. Oh, Dankeschön für dieses gemeinsame Event. Wir arbeiten daran, an einem nächsten Event, sprich unser Teil 4. Wie wir und was wir da machen, steht noch in den Sternen. Es sind schon Ideen da. Vielleicht auf einem ganz anderen Level. Neue Location. Wir wissen noch nicht, was wir tun. Also wir bereiten schon in unserem Gedächtnis das Ganze vor. Jetzt überreiche ich einfach mal das Wort an den Achim. Der Achim hat ja ein Headset. Da brauchen wir nicht. Vincenzo aus der Schweiz. Kann sich jeder mal noch einzeln verabschieden. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis nächstes Mal. Ja, schönen Abend, gute Heimreise und viel Spaß bei der Party dann noch. Ja. Jochen, vielen Dank. Was du hier aus dem Boden gestampft hast, ist der Hammer. Und ich sehe da ganz viel Potenzial noch für die nächsten Jahre. Ich glaube, du machst hier das Event Baden-Württemberg, wenn nicht bundesweit. Dankeschön. Das ist ein Auftakt. Dankeschön. Also ihr macht mich heute fertig, das wisst ihr ja. Ne? Also, Chapeau, Hut ab. Danke. Kann ich mich nur anschließen. Schönen Abend noch. Es wird von Jahr zu Jahr besser. War ein tolles Event. Danke. Bis zum nächsten Jahr. Danke. Eigentlich würde ich sagen, auf die nächsten 30 Jahre, Jochen. Aber das wollen wir beide nicht. Ich bin auch noch jung. Das wollen wir beide nicht. Nein, wollen wir beide nicht. Ja, 30 Jahre JMS. Gratulation. Du machst es mit sehr viel Herz, mit Verstand, mit Mut. Und wir sind alle total stolz auf dich. Danke, lieber Jochen. Dankeschön. Jo, es war immer ein bisschen stressig, aber trotzdem ein geiles Event. Ja, ich möchte mich vor allem bei denen bedanken, die draußen ausgestellt haben auf dem Gelände. Das hat alles super funktioniert draußen. Vielen Dank und bis nächstes Jahr. Okay, nun so. Ciao. Dann mache ich die Schlussrede, oder? Liebe Zuschauer, vielen Dank. Vielen Dank für das, dass ihr jetzt über 6 Stunden hier dabei wart.
6 Stunden Tuning Livestream Part 3 von der wunderschönen Motorwelt in Metzingen. Vielen Dank an die Zuschauer hier im Saal. Hier ein Ausfall, alles war auch sowieso klar. Aber motiviertes Team, freundliche Leute, das, was er hier geleistet hat den ganzen Tag. Danke an JMS und das ganze Team. Danke an die Aussteller, die ja alle da waren. Vor allem Harald Käs mit dem, also wirklich mit allem, war richtig cool. Und ihr da draußen, wirklich, ihr seht wieder, Tuning ist wirklich salonmäßig auf dem ersten Platz. Da gibt es viel Diskussionen, wie ist was, was ist wo, was ist warum. Es kann auf jeden Fall so funktionieren, dass keiner beschlagnahmt wird und dass da draußen auch alles friedlich und ruhig und vor allem auch nicht zu laut oder belästigend abläuft. Bleibt mir gewogen, keine illegalen Rennen, keine blöden Vergleiche mit irgendeinem Scheiß im öffentlichen Straßenverkehr. Nehmt Rennstrecken dafür, nehmt Trackdays, nehmt Events bei irgendwelchen, was weiß ich, Viertelmeile-Rennen. Alles cool. Liest die Fachpresse, bleibt auf dem Stream, bleibt bei uns. Bleibt gesund, passt auf euch auf, passt auf eure Autos auf, passt auf eure Lieben und Gesunden auf. Bleibt gesund, bis bald. Danke, ciao.